Herzlich willkommen zu den Most Actives zur Wochenmitte hier live von der Börse in Frankfurt. Ja, und zur Wochenmitte, da hatte die Erholung beim deutschen Leitindex erst einmal wieder einen Dämpfer bekommen, ob ja des Iran-Konflikts mit den USA. Ein iranischer Angriff auf US-Basen im Irak steht im Fokus und auch der Absturz einer ukrainischen Passagiermaschine in der Ukraine. Und somit war der DAX zwischenzeitlich im Tagestief bei 13.106 Zähler. Allerdings politische Börsen haben kurze Beine, heißt es immer wieder. Und das haben wir im Handelsverlauf auch gesehen, denn der DAX schaltet in den Gewinnmodus um, macht die Verluste wett und ist jetzt aktuell im Plus mit 0,2%, 13.257 der Stand. Und auch beim Goldpreis, der zunächst im positiven Bereich war, und auch der Ölpreis, der zunächst zugelegt hat, hat dieser Höhenflug eben ein Ende gefunden. Und wir sehen da aktuell auch wieder eine Gegenbewegung. Werfen wir jetzt einen Blick auf die meistgekauften Werte beim Online-Broker Flatex. Da haben wir heute an Platz 1 das Papier von Warta, gefolgt von Wirecard, der Lufthansa, RIB Software und BASF. Und wir werfen einen Blick auf Wirecard. Da hat man nämlich eine neue Kooperation mit dem US-Mobilfunkspezialisten Sprint im Bereich Internet of Things bekannt gegeben. Zu verdanken ist diese neue Kooperation mit dem viertgrößten Mobilfunkanbieter der USA, dieser strategischen Partnerschaft mit dem japanischen Tech-Konzern SoftBank. Und das Marktpotenzial in diesem Bereich, das wird als enorm angesehen. Werfen wir aber auch einen Blick auf RIB Software. Der Abwärtsdruck der vergangenen Wochen, der hat sich zur Wochenmitte noch einmal verschärft. Die Papiere, die bis Anfang Dezember noch einer der Favoriten des vergangenen Jahres waren, büßen nach einem negativen Analystenkommentar heute deutlich ein. Die Aktie ist auf dem niedrigsten Stand seit Mitte September unterwegs, denn Warburg Research senkt von Kaufen auf Halten und somit weiten sich die Gewinnmitnahmen aus und die Aktie rutscht dann auch unter die 200-Tage-Linie. Wir werfen aber auch einen Blick auf die meistverkauften Werte beim Online-Broker Flatex und auch da an Platz 1 Warta, gefolgt von Wirecard, Evotec, Nel und Barrick Gold. Und Warta ist das Papier, auf das wir genauer schauen. Da gibt es eine Studie der Commerzbank über den Konkurrenzdruck für Warta. Und das hat die Aktie des Batterieherstellers heute ordentlich einbrechen lassen. In der Spitze ging es um über 20% nach unten. In den letzten Monaten war das Gegenteil angesagt. Von einem Hoch zum nächsten ist die Aktie hier geklettert, aber die Studie der Commerzbank sagt aus, dass Sony, Samsung und Co. nun eben auch auf chinesische Batterieanbieter sozusagen umgestiegen sind. Und Warta scheint Opfer seines eigenen Erfolgs zu werden, denn sie konnten die Nachfrage nicht mehr bedienen. Und somit haben sich diese jetzt eben dann anderen Zulieferern zugewandt. Und in diesem Rahmen mahnt aber Warta auch die Konkurrenz wegen Patentverstoßen ab. So viel von mir und heute. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann morgen auch wieder mit dabei sind bei den Most Actives bei der Aktionär TV. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.